In Algerien hat ein Militärrichter gegen den Bruder des ehemaligen Langzeitpräsidenten Abdelaziz Bouteflika sowie zwei frühere Geheimdienstchefs Untersuchungshaft angeordnet. Gegen die drei am Freitag Festgenommenen wird nun wegen Verletzung der Autorität der Armee und Verschwörung gegen die Staatsgewalt ermittelt. Der Armeechef Qaid Salah sprach schon von den Anschuldigungen gegen Said Bouteflika und die beiden Mitglieder des Geheimdienstes. Salah warf ihnen bedenkliche Treffen vor, die die Stabilität und die Sicherheit des Landes gefährden. Durch diese Treffen machten sich die drei Festgenommenen möglicherweise des Hochverrats schuldig. Sie versuchten auch, den Ruf des Militärs zu schädigen. Aufgrund der seit Monaten andauernden Massenproteste hatte Präsident Bouteflika seinen Rücktritt erklärt. Doch immer noch demonstrieren Zehntausende jeden Freitag gegen Übergangspräsident Ben Salah sowie die wirtschaftliche und politische Elite Algeriens.